Ja, je größer sie sind. Ein Gift für Hygor. Ludrik, der Meister der Krähengegangen, ein Gift zu bereiten, das man womit etwas Rindfleisch als Köder an Hygors Schlafplatz ablegen könnte. Er benötigt hierzu einige Kräuter. Weißfarnwächst nahe Gewässern und an sumpfigen Stellen. Weberkraut ist nahe den Nestern oder Netzen großer Spinnen zu finden. Hoch in den Bergen wächst Silberwind. Nahe dunklen Orten und Gräbern findet man Schwarzhalm. Und die Felsspinnen, die man Dunkelläufer nennt, haben das Gift. Ja. Auf mein Zeichen. Vorwärts! Ich glaube aber nicht, dass hier das Gewässerchen damit gemeint ist. Vorwärts! Vorwärts! So, wir können noch ein bisschen weitergehen. Oh, wieder tauchen. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Also für sowas ist der Vorwärts. Bogen nicht schlecht, muss man sagen. Sofort! Also mein neuer Bogen. Schnell! Heilung 3 haben wir schon. Und los! Was da noch so drin war? Mir nach! Also ist doch Heilung 3, ja. Zone der Heilung 3 wäre nicht schlecht. Sofort! Schnell! Sofort! Miria Talinda und Brongona. Mir nach! Was habt ihr zu sagen? Seid ihr sicher, dass ihr das bei diesem Wetter tragen wollt? Wovon sprecht ihr? Meine Bekleidung ist praktischer Natur und das Wetter ist wahrhaftig mein geringstes Problem. Ach, verflixt. Keiner will sich mehr Zeit für ein richtiges Verkaufsgespräch nehmen. Ich bin Miria, Sams Frau. Schneidern ist mein Handwerk. Okay. Na sowas, ein menschliches Gesicht. Bei der Gastfreundschaft der Zwerge wundert es mich nicht, dass ihr so selten eins zu sehen bekommt. Lebt ihr hier? Nein, ich bin Brongonna. Meine Familie züchtet hier seit 4 Generationen Rinder. Man sagt, ein Riese stiehlt euer Vieh? Man sagt, ein Riese stiehlt euer Vieh. Diese Bestie spaziert hier einfach rum und stiehlt sich ein Tier nach dem anderen. Als wäre nichts dabei. Und man kann nichts dagegen tun. Gar nichts. Selbst die Zwerge werden nicht mit ihm fertig, und das will schon was heißen. Nithalfs Hammer möge ihn treffen und zerschmettern. Ja. Ja, und los! Ja, hier wäre Wasser. Folgt mir! Sofort! Da oben sind Uroks. Uroks sind Tukole. Ja, vorwärts! Folgt mir! Sie sind überall! Für den Orden! Feindlicher Angriff! Vorwärts! Folgt mir! Und ja, leider sollte auch hier. Folgt mir! Also da pennt der Große wahrscheinlich. Auf mein Kommando! Und los! Da oben sind ein paar Uroks, die wir ausschalten können. Auf mein Zeichen! Vorwärts! Und sollten, vor allem solange es noch Nacht ist. Jo. Das ist der schlafende Hörger. Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Vorwärts. Glaubst du, sobald es Tag ist, wird er eine Level 30 Gegnereinheit? Oh, und da ist ja auch Tinaras Welpe. Also ja, tun wir gut daran. Ja. Vorwärts.
Schnell! Die Uroks auszuschalten. Sofort! Also ja, Uroks ist nicht ein Wort für Trolle. Für die Freiheit! Glaub, Uroks waren ein Trollstamm, so ähnlich wie die feindliche Schwarzfaust-Orks halt. Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando. Und los! Und ja, die Bestienmenschen haben da ziemlich großes... Zu euren Für das Licht! Lager. Auf mein Zeichen. In die Schlacht! Und jetzt senden sogar Truppen. Dieses Wolfswürfelset scheint sie jetzt schwach zu sein, kann sie kaum auf den Beinen halten. Ein Brocken Rindfleisch von Bauer Braun könnte es stärken. Okay. Zu Befehl. Da hat sich Joshua Hallett versteckt. Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Die Linien müssen halten! Auf mein Zeichen! Kämpft, Männer! Zu euren Diensten! Zu Befehl! Bögen. Unverzüglich! Eine neue Tiermenschenmähne, hey! Zu euren Alles Diensten. Klar. Achso, das sind die beiden, die da rumgammeln. Ah, ihr wieder. Ich muss euch um etwas Fleisch bitten. Ich muss euch um etwas Fleisch bitten. Ich habe ein Wolfsjunges gefunden. Es ist kurz vor dem Verhungern. Zu schwach, um sich noch zu bewegen. So, dann füttern wir ihn also durch, damit er später, wenn er wieder bei Kräften ist, meine Herde reißt, ja? Redet keinen Unsinn. Ich bezahle euch dafür. Hier, nehmt diese Münzen und gebt mir ein gutes Stück. Nun, ich kann euch schwerlich verbieten, was ihr mit ehrlich erworbenem Fleisch anstellt. Hier, nehmt. Ja, einem Wolf helfen ist mehr wert als ein paar Münzen. Zumal es das auch noch Erfahrungspunkte gibt. Ja, Hörger ist immer noch ziemlich... Zu Befehl. Verstanden. Ziemlich unmunter. Jo. Dieses Wolfsfleisch scheint sehr schwach zu sein und kann sich kaum auf den Beinen halten. Ein Brocken Rindfleisch und Bauerbrunnen könnte es stärken. Fleisch geben. Das Tier verschwert das Fleisch gering und richtet sich auf. Dann läuft das Tier strebig davon. Ja, weiße Schatten. Und dem Welpen etwas Nahrung. Der Welpe lebt noch, aber ist aber geschwächt. Vielleicht kann etwas von Mons Fleisch ihn wieder auf die Beine bringen. Der Welpe ist nun wieder kräftig genug und wird zu seiner Mutter zurücklaufen. Hm? Und ja, Geld haben wir genug, wenn wir es uns ansehen. Haben wir hier... Das sind dann Silber. Das wären Gold. 6 Gold hier, 18 Gold hier und 3 Gold hier. Also 27 Gold, was wir haben. So, Tinaras Welpe sieht zufrieden aus.
Was wünscht die Rune? Stück zurückfallen lassen. Stehe bereit. Zu Ehre Aonirs. Vorwärts, Krieger! Die Rune ruft. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft. Das kannst du eigentlich auch, ne? Schließt sie rein! Feindlicher Angriff! So, Tanna. Tanna, der Wolfsvater hat etwas aus dem Boden geschaut. Er legt es in eure Hand. Tanna schiebt das Welpe mit der Schnauze zu seiner Mutter und stellt sich dann aufmerksam vor euch. Er scheint euch begleiten zu wollen. Tanna, mitnehmen. Schützenjuwel. Und Erfahrungspunkte. Questbuch. Weiße Schatten. Tamar wird helfen. Tamar, der alte Vater des Welpen, folgt jetzt wie ein Schatten. Wie es scheint, wird er als Dank sein Leben für das seines Sohnes eintauschen. Hoffen wir mal nicht, dass Tanar das muss. Und ja, es wird langsam Tag. Pörger pennt aber noch. Ich würde sagen, wir räumen noch das Tiermenschenlager hier aus. Vielleicht wacht Hörger bis dahin auf. Und wir sehen ihn rumwatschen und wahrscheinlich unseren Seenfels zerstören. Ja, Hörger ist wach. Okay, er ist nur Stufe 16, hä? Ja, ich habe gedacht, er wäre Stufe 30. Und sobald wir ihn vergiftet haben, ist er auf 16 oder so runter. So, da sind wir alle. Und ja, er boxt auf unser Seelenfels. Sie besetzen ein Monument. Das ist aber halb ja, so wild. Ja, vorwärts. Folgt mir. Schnell! In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Die Rune zu Befehl! Sie sind für feindlicher Angriff! Auf meinen Befehl! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Oh, und sie kann göttliche Heilung, das ist praktisch. Schlagt sie zu, Männer! Sie sind überall! Auf meinen Befehl. Feindlicher Angriff! Sofort! Und los! So, da sind noch ein paar Gegner. Heißerfell, Sternenring. Zu eurem Befehl. Das war, glaube ich, der Pilz, den wir brauchen. Wird sofort ausgeführt. Was wünscht ihr? Für die Rune! Zu Befehl. Schickt sie zum Seelenfluss! Also ja, Quests. Reißerfell. Das Fell des Reißers scheint magische Kraft zu besitzen. Vielleicht kann jemand in den südlichen Wimpernbergen mehr dazu sagen. Und ja, wir haben einen Schwefelkopf. Okay, brauchen wir nicht hierfür. Elfenspreizling und ein Scharfschützenbogen. Was wünscht ihr? Für die Rune! Eine grüne Robe, eine einfache Kugel. Kettenbeinlinge. Ja. Bereit! Und los! Mir nach! Beißfahrt, das ist aber ein Kraut, folgt das mir. Wir brauchen. Schnell! So, jetzt würde ich aber mal sagen,
Geben wir noch den... Oh, nö. Ein Monument wird angegriffen. Ja, ja, das kann er ruhig weiter angreifen. Oh, wir können es doch hier von hier aus plündern. So. Gut, ich würde aber sagen, bevor wir weitergehen und mit dem Jungen reden und alles... Nein. Spiel speichern. Let's Play speichern wir erstmal und machen einen Cut. Also, bis gleich.